Schön, dass du eingeschaltet hast. Tommy D. Smith am Start. Nächste Runde Dragon Quest 11. Was müssen wir machen? Wir müssen Jade finden, denn die ist irgendwie abhanden gekommen und dafür müssen wir runter im Waisenhaus. Wir haben ja das Turnier gewonnen, aber leider ist unser Partner irgendwie ganz dolle krank geworden. Weil er sich die ganze Zeit Doping reingepfiffen hat. Aber was mit dir? Oh, da ist zufällig ein Loch in der Wand auf. Ihr dürft nicht auch Tommy sagen. Ich bin Tommy. Ja. Da hat einer eine Treppe gebaut, hat sich irgendwer gedacht, nein, die brauchen wir nicht mehr. Tatsächlich, Höhlen unter Zwistambul. Jetzt gucken wir hier mal. Jetzt, schöne Höhlen zu erforschen. Lass mich raten, da müssen wir irgendwie Feuer machen oder so. Ach so, geht einfach, ja. Gespinst, ja, okay. Alles klar. Also wird es wahrscheinlich eine Spinnenhöhle. Oh, die sind aber ordentlich schnell. Drakolyten. Kurz nochmal die Taktik checken. Alle um sich zeigen. Obwohl Eric reicht, wenn er so angreift. Nein, komm, scheiß drauf. Ach so, Kräfte nicht einsetzen, konnte man wählen. Die Peitsche passt einfach optisch so gut zu ihm, ne? Score one for the good guys. Warte, dann, von wo kamen wir? Wir kamen von links. Oh, das ist aber eine große Höhle. Ah, da sind Zombies. Schauen wir die mal an. Der Präventivschlag muss sein, sonst kommt das ja nicht. Oh, was haben wir noch? Noch ein Zombie, alles klar. So, nochmal in den Taktiken. Und zwar dann steht das Dreieck. Ja, komm, so ist doch schön. Und kämpfen. Junge, Junge. Jawohl. So soll das doch sein. Giftzombie, ganz klar. Er hat einfach nur so einen Gehstock. Okay. Die Zombies sind ziemliche Würstchen. Da müssen wir durchklettern. Ja, und dann rechts schauen. Da ist dann wahrscheinlich der Rückzugsweg. Ob der Opa das mit seinem Rücken hinbekommt. Ja, lass mich mal in Ruhe, da ist noch ein Goodie. Klumpen Silberherz, ist klar. Erze sind immer ganz gut für die Schmiede. Ja, die rennen sogar schon weg. Ich weiß nicht, ob sie dagegen anfällig sind, aber seitdem ich auf Schaden geskillt habe, macht halt diese feurigen Schläge machen deutlich mehr Schaden. Oder feurige Pistole. Der hat aber ordentlich Leben. Who else wants some? Oh, das war gut. Damit haben sie mich gekriegt. Ja, auch deswegen, die Peitsche macht halt auch mehrere Leute echt moderaten Schaden aus.
darkness consume you! Und er greift mit Schattenmagie an, das ist schon mal cool. Ja, sie ist halt nicht auf magischen Schaden ausgelegt, ne? And stay down. Gut, jetzt haben wir hier sowas. Ich weiß halt nicht, wo es hingeht, also ja, schauen wir mal. Das war doch klar, dass das ein Gegner ist. Oh, Metallschleime, nice. Wenn wir die kaputt kriegen, gibt es 2000 EP. Ja, einen Treffer haben wir schon. Zweiten Treffer. Ah. Bitte triff ihn. Nein. Ja. Ah, das ist immer sehr ärgerlich. Diese Kombos, muss ich sagen, finde ich richtig gut. Also die, die auf Fähigkeiten basieren. Victory! Die ineinander greifen. On point, finde ich richtig super. Rechte Seite, oder? Linke Seite, nee, rechte Seite und einmal bis zum Ende gucken. Ob man da hoch, runter kann oder so. Ja, die Stahlspatzen, die lasse ich jetzt in Ruhe. Ja, guck hier, das wollte ich doch. Meucheldolch. Was kann der denn? Eric, ist da was für dich? Oh, davon möchte ich zwei haben. Oh, das ist doch richtig geil. So, und den nennen. Selbst wenn es nur eine 2% Chance ist, das ist immer noch sehr gut, ne? Ja, er hat ihn betört, oder? Halluziniert. Ja, dann will ich auf jeden Fall einen zweiten Meucheldolch haben. Das finde ich cool. Ich finde auch, dass teilweise mehrere Gegner getroffen werden. Nicht geil. Dass ich diese Fähigkeit nicht früher gekauft habe, ärgert mich. Sehr gut. Kriegen wir alle easy weg. Oh, ich habe so Bock auf die Metallschleime, ne? Die farme ich so gerne. Auch wenn es... Ja, jetzt habe ich nur Stahlspatzen, danke. Metallschleim ist... Wenn ihr einen Ort habt, wo ihr die killen könnt... Auf jeden Fall machen. Fliehende Gegner, ich krieg die Krise. Die kosten nur MP. So. Also das hat sich ja schon mal mega gelohnt. Der Meucheldolch. Oh, ich bin in einen Stahlspatz gerannt. Ja, bitte bleib da. Ich hab da Bock drauf. Ein Hit. Das war schon mal nichts. Zwei, jawohl. Down. Diese Goldplatte sieht doch komisch aus. Aber egal. Ja, da. 2100 EP. Das ist halt, wenn ihr es dann tatsächlich schafft, zwei davon zu killen, sonst 4000 EP, das ist so viel. Aber das wollen wir jetzt nicht machen. Aber weiß ich schon mal, wenn ich hier in die Stahlspatzen rennen würde, würde ich ordentlich Erfahrung bekommen. Gehen wir in die linke Seite gucken. Das ist eine Sackgasse, da sind dann meistens Goodies versteckt. Noch ein Meucheldolch, her damit. 1000 Goldmünzen, ja okay, das ist schon viel. Ich meine, ich habe schon diese Medaille bekommen für 100.000 Gold, aber es fühlt sich halt nicht so an, als hätte ich so viel schon mal gefunden. Straight durch.
So, links, da waren wir noch nicht. So langsam müssen doch auch mal Spinnen kommen hier. Als Gegner. Oh. Oh, Alter. 69 Schaden mit meinem Präventivschlag. Das ist schon ordentlich. Surrender your soul! May heaven's winds propel thee hence! Oh, sogar windanfällig. Wonderful. So eine Gegner mag ich ja, ne? Einfach groß und dick. Groß, dick, viel Damage. Die Zombie haut ab. Gut, dahinter ist bestimmt irgendwas. Da, da ist die Kiste. Diese Mini-Medaillen sind für dieses Stempelheft, ne? Ich glaub wohl. Ah, Karte, Kamera. Ich muss mal eben Rollo runter machen. So, die Sonne kommt raus, das wollen wir nicht. Ich weiß ja nicht, wer von euch das kennt, aber immer die Sonne, die dann auf den Fernseher scheint, ne? Wohnzimmer sind ja meistens Richtung Süden gelegen und dann entweder steht der Fernseher in der Sonne oder also so, dass die Sonnenstrahlen ihn treffen oder man sitzt so, dass die Sonnenstrahlen einen ins Gesicht blenden. Na komm, nochmal Metallschleime. Nee, aber dafür jede Menge Stahlspatzen. Ist halt schon geil, ne? Jetzt einfach die Peitsche, dürfte reichen. Boah. Na, oh, Silvando. Ich will dem Großen nochmal hauen. Gerade, also, wenn die mal von diesem Niedlichen abweichen. Guck mal, er ist jetzt nicht wirklich bedrohlich, aber man merkt schon, der ist böser. Da möchte man gegenkämpfen. Und auch, was mir immer wieder sehr gut gefällt, ist halt, dass man in der Umgebung wirklich kämpft und nicht in einer separaten Kampfarena. Dass man halt im Hintergrund noch Truhen, Feinde, Gegner etc. sieht. DP ist auch schon ordentlich. So, wo müssen wir lang? Jetzt gibt es ja nur noch einen Weg. Gut. Da kamen wir also jetzt links. Da, wo doch Spinnenweben sind. Schreit ja alles nach einem Spinnenendgegner oder so. Da ist wieder ein Troll. Lassen wir diesmal in Ruhe. Holen nur unser Zeug hier ab. Also Erze, muss ich sagen, kann man hier ja echt gut farmen. Das heißt farmen. Achso, gegen solche habe ich schon mal gekämpft, ne? Ja. May heaven's winds propel thee hence! Ich glaube, hier wäre der göttliche Dolch nochmal gut gewesen, aber. Wir kämpfen ja nicht nur gegen Untote. Da braucht man da auch nicht wild rum experimentieren. Was bist du? Nein, nein!
finde es auch cool, dass es zwei Sterbeanimationen gibt. Also den mit wegfallen und einfach nur zusammenbrechen. Finde ich echt super. Und dass alles hier irgendwie anders heißt. Finde ich cool. Also andere Statusveränderungen, dass man Gegner umwerfen kann. Ich komme aus dem Loben manchmal nicht raus, ne? Weil es so viel Spaß macht. Kann ich den ganzen Tag daddeln. So. Links oder rechts? Links und ganz links gucken? Ja, das klingt nach einem guten Plan. Die Kamera ist manchmal ein bisschen doof, aber ich kann damit leben. Ich bin Schlimmeres gewohnt. So, da unten ist doch bestimmt noch irgendwas Geiles. Ein Troll. Ich find's witzig, die Gegner interessieren sich nicht so richtig für mich. Da kann ich schön drumrum rennen. Und komm, komm, was drin, was drin. Was Geiles. Ich glaube, das war gut, aber... Was war das auch noch? Ah, alles klar. Ich finde das Design von denen echt super. Vor allem jetzt nicht mal ein Crit, ne? 150 Damage, das ist so viel mehr, wie die anderen können. Das ist krass. May heaven's winds propel thee hence! Und jetzt nutzt das, Tatsache. Sehr gut. Ich habe immer das Gefühl, dass das nicht aufeinander abstimmt. Dass er beide Sachen... Also das eine versetzt ihren Schlaf und der andere macht mehr Schaden, wenn der Gegner pennt. Ich habe immer das Gefühl, dass das manchmal vom Spiel nicht automatisch gemacht wird. Und das finde ich ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob ich da was anderes einstellen muss. Wenn du das weißt, schreib mir das mal. Kann ja sein, dass ich da irgendwie was anderes einstellen muss. Hier variantenreich kämpfen oder sowas. Oder gnadenlos sein. Ah, eine Fresskiste. Ja, da, die habe ich schon mal mitbekommen. Mimics. Die halten gut was aus. So einen kleinen Wischer. Talentsamen, alles klar, sehr gut. Du, dich lassen wir in Ruhe. Jetzt dann gleich nur noch rechts lang. Aber das ist auch schnell aufgedeckt hier. Müssen wir Jade retten. Zauberwasser. Achso, Mana hätte ich damit aufladen können. Wie sehen wir denn aus? Alles super. Kannst nicht meckern. 8000 Knatze. Oh, Indiana Jones. Style. Da ist Jade und da ist er. Ah, er ist. Ist er doch böse? Brought you a fresh one. Ja, und da sind die ganzen Kämpfer. Mir war doch klar, dass der Böse ist. Und da ist Kakra. Ui. Just perfect.
A warrior maiden of great skill. I smell it on her skin. Großes Lob, grandiose Stimme. We must drain her of her essence while she is still fresh. Quickly, give her to me. Got it. I won't be needing you to carry me any further, thanks. So this is who's behind it all. Sir Hendrik must have missed one when he cleared the monsters out of town all those years ago. Nicely done, lassie. I hope you'll forgive me, but we had a wee rummage around in your room, Vince. The liquid I found, that's what you drink before your fights, isn't it? What your friend here squeezes from the fighters he kidnapped. That was you? Perhaps not all humans are as stupid as our muscle-bound friend here. That's right, old man. Hendrik scarred me, but he did not kill me. The extract. It was the only way to regain my strength. So I had Vince bring me the choicest morsels. And why would he help me do such a thing, you ask? Because I offered to share the fruits of my labor, to give him strength beyond imagining. Who could refuse such a juicy offer, Geil. I couldn't keep on winning forever. And if I wasn't winning, I wasn't bringing in the money we needed for the orphanage. Ja, red's dir schön. Sorry, partner, but I can't let those kids down. Which means I can't let you and your friends leave. Come on, not now! Oh, will you look at yourself, laddie? Do you not see what that stuff's doing to you? That foul fluid wasn't meant for human consumption. It's eating you from the inside out. It's a miracle you're still alive. I guess cheaters never prosper, huh? Spent at last, old friend. Such a shame. Then I suppose I'll have to deal with you myself. Keep that thing busy. I'll see if I can get those people down. Kanka, Kanka, also doch Kankra, ja. Alles klar. Attacke! Look out below! Alter! Oh, Vergiftung. Okay.
Das war schon ordentlich jetzt. Also, dass die bei Bosskämpfen tatsächlich andere Fähigkeiten einsetzen, finde ich super. Die Geröllgeister machen viel zu viel Damage. Oh, Eric ist gleich kaputt. Kannst du Entgiftung? Ja, kannst du. Nice. Ja, Bodo, gib alles. Das Ding ist ordentlich stark. Das finde ich gut. Ja, endlich machen wir mal sowas wieder. Du kannst nichts machen. Energiestups, das ist gut. Finish him. Alter, macht das ein Damage. I'll save you for summer. Also der Kampf hat mir sehr gut gefallen. Also wirklich, von vorne bis hinten geil, der Gegner war richtig stark. Man musste viel machen, viel verschiedene Sachan. 3000 EP. Sylvando grows even greater. Miasma. And don't come back. Oh nein, der Lutscher da. I had no choice. A third-rate fighter like me, I was never gonna make enough dough to keep the place open. So when I heard that voice drifting up from down here, right beneath the orphanage, I listened. All I had to do was help him out, and he'd make me the toughest fighter around. Seemed like a pretty sweet deal. So I said sure. I wanted to win the tournament so bad, needed that money so bad, I let him use me. Ja, der Zweck heiligt aber nicht die Mittel. I knew it was wrong. But that orphanage, man. That's where I was raised. Those kids are my family. I had to do it. I had to. So you let your desire to help the Bairns get the better of you. Well, there's certainly been greater evils done for less good. Tell you what. I'll have a word or two with the mayor. Don't worry, lad. We'll make sure the orphanage is looked after. So chin up, eh? Just don't let me catch you making deals with nasty beasts again. You hear? Sir, I don't know what to say. Danke, wäre okay.
So, jetzt haben wir aber die Gruppe voll, oder? Wakey, wakey, little soldier. Ist das Silvando? Come on now, time to get up. Ja, I said so... wake up! Oh, ich finde den nur gut, ey. Good morning, darling! Ah. Schön, schön. Hate to drag you out of bed, but we need to head up to the arena. That prize they never got around to giving you? Well, they want to hand it over. Let's get moving before they change their mind. Wakey, wakey, eggs and bakey. If you're looking for me, I'll be in the cheap seats. Don't forget to give me a wave. Ah, ich finde den. Ist auch nur so ein Stereotyp, aber den haben sie gut hinbekommen. Ja, finde ich schön. So, was ist denn nun los? Everybody, it's time to bring this year's Masked Martial Arts Tournament to a close. It's prize-giving time. Ladies and gentlemen, I give you our champions, the Invincibles! Now to present the prize. Hold up, hold up. Seems kind of a shame to have the good folks of Octagonia come out and support us and not give them a show to enjoy. Why don't we make this interesting? I challenge you to a fight for the prize, partner. Winner takes all! Ladies and gentlemen, the gauntlet has been thrown down! Now that's the stuff champions are made of! No backing out now, unless you want a ride on your hands. Fooled ya. I don't do that stuff no more. I fight clean or not at all. Now let's do this! Klar. Two hit. It's all over. The champ is down. We have a winner. Vince looked kind of weak out there. He sure did. What's gotten into him? I needed people to see that. To see that I ain't nothing without that juice. I never had what it takes to be the champ. You deserve that prize, man. Thanks. You taught me what it means to be a fighter again. I won't forget this time. We love you, Vince! Thanks for putting it on the line for us every time! You're a true champ, man! Vince! 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 Vince!
It gives me great pleasure to announce that the winner of the Rainbow is... This is bad. This is real bad. Huh? It's the Rainbow. It's gone. Oh, man, ey. And all there was instead was this. And this letter, too. Looks like it's for you. Wir wurden beklaut. Come and meet me in Dundrasil. I've something to show you. Don't worry about the Rainbow. It's safe with me. What a shocking twist to end our tale, ladies and gentlemen. The grand prize snatched from under our champion's nose by none other than Old Man Rab! Will our hero journey to Dundrasil to claim what's rightfully his? How will it all end? I, for one, can't wait to find out! Dundrasil, huh? So it's back to where it all began. Genau, Eschenburg war jetzt das Gebiet ein Stück tiefer, glaube ich. Ich muss mal kurz auf der Karte gucken. Kartenmenü, Gebiete in der Nähe. Umland von Eschenburg. Genau, Ruinen von Eschenburg. Da sollen wir jetzt ja wohl hin, ne? Ja, dann Teleportation. Oder gibt's noch was anderes? Ja, komm. Dann war's. Ich weiß nicht, was ich drücke. Teleportation, Umland von Eschenburg. Ich habe das Ganze schon mal angeguckt. So, genau, hier war... den kenne ich noch. Hier ist Silber, immer Silberherz. Wie sieht's mit uns aus? Gruppe ist voll. Wir haben jede Menge Kohle. Wir sind jetzt quasi direkt davor. Wir können uns ein Pferdchen nehmen. Nö. Machen wir einfach weiter. Den habe ich auch schon ein paar Mal eingesammelt. Ich war halt hier schon und habe die Dinger abgeschossen. Diese Zielscheiben mit der Armbrust. Macht doch ganz Spaß, die zu finden. Viele findet man auch auf dem Weg. Hab mir dann Guide zur Hilfe genommen. Einfach damit ich weniger gut suchen muss, weil gerade wenn die in Bäumen versteckt sind, ist es doch schwer, sie auszumachen. Und hier war auch eine, deswegen kenne ich das hier schon. Man. So this is Dundrasil. I'd heard the rumors about what happened here, but still, I never expected this. To think that not so very long ago, this was one of the world's great cities, and that it was reduced to rubble in a single night. The king and queen murdered by monsters. The princess of Heliodor too. The poor thing was only visiting. Ach, das sind das nicht die Dads? In der allerersten Szene wird doch die Stadt angegriffen. Ist das nicht vom Hauptcharakter Hedias zu Hause? But I don't need to tell you this. They were your parents after all. Ja, siehst du? Ist nämlich recht. So where's the old guy from the tournament anyway? And why'd he drag us all the way out here? Ja, wegen dem Maler auf der Hand. Look, those torches are lit. He must be in there somewhere, waiting for us. Ja.
Genau, und da vorne ist ein Brunnen und in den bin ich noch nicht hineingestiegen. Wir hauen jetzt erstmal grüne Drachen in diesen Pool. Auch wenn er noch keine Flügel hat. Da ist noch einer. Also hier kann man auch relativ gut EP farmen. Bringen halt, habt ihr ja gesehen, 650 oder so. Und ihr könnt immer von A nach B rennen, die respawnen relativ schnell. Die machen auch ordentlich Schaden, ja. Aber nichts, was man nicht aushalten kann. Gerade hier diese Attacke, die ist ordentlich, aber... Also geht ganz gut zum Trainieren. So. Das kann ich da vorne noch zeigen. Hier ist halt zu. Und somit müssen wir da vorne... Oh, was sagst du mir wohl? Hüpf runter in den Brunnen. So. Das ist hier, da geht eine Schnur wieder hoch. Alles klar. Hier war ich noch nicht. Schauen wir mal, gegen wen oder was wir hier kämpfen oder ob das einfach nur ein Durchgang ist. Hüpf. Ja, ist nur ein Durchgang, oder? Ja. Ah, guck, jetzt bin ich an einer anderen Stelle. Quasi da, wo es kaputt war. Cool. Da ist er ja. Bodo. So, you made it at last. Is it just you? Where's your friend, the girl? She has duties to attend to. She'll be glad you came, though, as am I. It's not like we had much choice. Now, where's the rainbow? We need it. Oh, you do, do you? I suppose that's because your pal here's the Luminary. Wait. How could you... I thought you died years back, laddie. When I saw that mark in your hand at the tournament, my heart skipped more than a few beats, let me tell you. Now, come along. There's something I want to show you, if you'll indulge an old man for a wee while. Dann schauen wir uns das hier mal an. Geh schon mal vor, alter Mann, ne? Aye, this place brings back some memories, sure enough. Look, are you going to tell us who you are or what? I'd already given up most of my duties by then. I spent most of my days in the city enjoying my retirement. Oh, we had us some fun. And then the monsters came. And I lost everything. When I was your age, laddie, this was one of the finest cities you could ever hope to see. And look at it now. One night. That's all it took them to tear it all apart. Ach,
Just listen to me blethering on. I was going to show you something, wasn't I? Come on. Er hält uns erstmal auf und jetzt überholen wir ihn wieder. Is this somebody's grave? Aye. This is where the king and queen of Dundrasil are buried. You mean? I do. This is your parents' grave, laddie. The grave of my daughter and son-in-law. Ah, er ist sein Großvater. Wait, but that would mean you're his grandfather. These two fine young souls died, and I survived. I came to believe there must have been a reason for that. That someone had a purpose in mind for me. So I set out to learn why Dundrasil was destroyed. I've been on the road ever since. I've uncovered some of the truth in my travels. It was King Carnelian, you see. He changed. He once believed in the power of the Luminary more than any of us. But he became convinced that you were evil. That you were the Darkspawn. Oh, he's not a man I knew any longer. Folks say he blames you for everything, even the death of his daughter. How could you, old friend? There's something behind it all. The fall of Dundrasil, the change in my old comrade. I promise you, I will find out the truth. Eleanor, my girl. Erwin, I found your boy. Wasn't he lost to us after all? You're alive, laddie. Against all the odds, and now you're home. You've no idea how many times I've dreamed of this day. I never thought it would actually come. Now, will you humor an old man a while longer? There's an old royal ritual, you see. It's to send the souls of the departed to a better place. I'd like you to help me perform it. There's an altar up in the hill behind the castle. I'll be waiting for you there. Altar der Seelen, alles klar. Irgendwas hier noch? Nee. Eine Vase zu zerschmeißen. Alles klar. Dann laufen wir mal los. Aber das Ritual werden wir dann beim nächsten Mal wohl machen. Denn ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Unsere Zeit neigt sich dem Ende entgegen für diese Folge. Ich hoffe, dass gleich das automatische Speichern angeht, wenn wir da vorne
durch den grünen Strich gehen. Bisher, ja, ich bin begeistert. Also diese Runde hat mir echt wirklich sehr viel Spaß gemacht. Spinne war so richtig schön. Und es geht immer noch weiter. Ich kann mich nicht wehren. Ach, sie ist schon da. Everything's ready. Da ist der Zweig. Thank you, Princess. It looks just perfect. Wait, you don't mean... If the rest of you wouldn't mind standing back here with me, only members of the Dracilian royal family may perform the ritual. How come he called you princess? Are you? Quiet now. The ritual is about to begin. You just follow my lead. All right, laddie. The souls of those who depart this life must all return to Yggdrasil. One life for each leaf of the great world tree. But those taken by monsters cannot return of their own accord. So our ancestors devised a ritual to send them on their way. The smoke guides them back to where they belong, to Yggdrasil's bosom. Each butterfly is a lost soul, and now they can all be at peace. Schöne Idee. You didn't die in vain, Eleanor. You saved your boy. And the princess. It was a noble sacrifice you made. Thank you, my beautiful girl. And goodbye. I hope you don't mind me asking, but your mother didn't leave you anything, did she? She? So this letter's why you went to see King Carnelian, eh? If only she'd known. I'm sorry, laddie, you've been through so much. But I suppose if you'd not set out for Heliodor, the journey would never have led you to me, eh? Oh, Eleanor. I'm sorry, Laria. I'm gonna need to be alone for a wee while. Alles klar, Opa. Mm-hmm.
So, dann machen wir aber auch hier jetzt Feierabend. Bisschen Überlänge, passt schon. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo da, Like da. Freue ich mich immer sehr drüber. Wenn du Anregungen oder sonst was für mich hast, ab damit in die Kommentare oder du joinst im Discord. Link ist in der Videobeschreibung. Ich bin raus, hau rein und tschö tschö.